Es war so klar, dass ich dieses blöde Stück Schnack Schnuck verliere. Einfach, ich bin physisch gar nicht in der Lage, was anderes als Schere zu machen. Ich hab auch vor kurzem tatsächlich gegen eine Sechsjährige ein Stück Schnack Schnuck verloren. Also oft hintereinander. Zum einen, weil sie natürlich nach dem Brunnen eingefügt hat, was ich schon mal ziemlich doof finde. Und es kam noch dazu, dass sie irgendwann den Hasen eingefügt hat. Der Hase isst das Papier, isst die Schere, isst den Stein und isst den Brunnen. Sie hat, um das Ganze fairer zu gestalten, hat sie mir verboten, den Hasen zu machen. Ich konnte nichts tun. Der folgende Text ist eine kleine Abrechnung. Und zwar, wir haben in Konstanz richtig krasse Probleme mit zwei Sorten Mensch. Das eine sind Schweizer und das andere, das kennt man vielleicht in Bremen auch, das sind Erstsemesterstudenten. Ich bin schon sehr lange aus der Uni raus und musste mich einfach mal mit dieser Gruppe Mensch auseinandersetzen. Der Text ist aus meiner Reihe. Nur 12 Schritte bis zum Bachelor, jeder Schritt ist ein Semester. Bitte. Liebe Erstis, ich kenne das Gefühl. Die Welt steht einem offen, alles fühlt sich so aufregend an. Der Auszug von den Eltern, neue Freunde, neue Stadt, jeden Tag Party bis zum Abwinken, dann morgens den Sonnenaufgang nackt mit dem One-Night-Stand von der Dachterrasse beobachten. Ich kenne das. Ich habe das alles durchgemacht. Und ja, das hört sich toll und aufregend an. Ich will euch nicht desillusionieren, aber studieren ist hart. Wenn der pöbelnde Mob wieder die Straßen der Innenstadt zieht, weiß ich manchmal nicht, ob Fastnacht ist, Nazi-Aufmarsch oder erst die Kneipentour. Ich habe nicht nur Pferde, ich habe schon Professoren kotzen sehen, das ist nicht schön. Ich kenne Erstis, die haben sich nach 3 Wochen vom Münster gestürzt, weil sozialen Trinkdruck nicht standhalten konnten. Ich war auch mal wie ihr. Voller Hoffnung, voller Tatendrang, voller Haare. Und das findet ihr witzig. Der Glaube an meine Fähigkeiten konnte damals Berge versetzen und die Täler in den Köpfen meiner Mitstudierenden mit Wissen überschwemmen, aber ich habe schnell gemerkt, dass man an der Uni selten der klügste Mensch im Raum ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass die meisten Erstis nicht mal das klügste Lebewesen im Raum sind, wenn sie sich allein in diesem befinden. Und ich habe in meiner Studienzeit wirklich viel gelernt. Und zwar mit Rückschlägen und Verlusten umzugehen. Ich habe im ersten Semester nicht nur meine damalige Freundin, einen Sportstudenten verloren, sondern auch jegliche Hoffnung für eine lebenswerte Zukunft und den Glauben an mich selbst. Und schlimmer noch, mein Fahrradschlüssel. Freundin, Hoffnung, Glaube, ist alles Firlefanz gegen einen Fahrradschlüssel. Da bekommt man suizidale Gedanken und das Münster wird von Tag zu Tag attraktiver. Und solltet ihr das erste Semester doch tatsächlich überleben, ohne an einer Alkohol- oder Lebensmittelvergiftung zu sterben, weil der Mitbewohner in seiner WG-Bewerbung geschrieben hat, ich experimentiere gern beim Kochen, wow, alles schon erlebt, dann realisiert ihr, dass ihr 5 Jahre ertragen müsst für einen Zettel, auf dem steht, dass ihr jetzt offiziell klug seid. Eigentlich wolltest du ja Schreiner werden, aber so ein Master in Philosophie, das ist schon was. Was wert, halt dein Maul, ist es nicht. Nach 2 oder 3 Semestern, da setzt irgendwann die Verzweiflung ein, alles ist so schlimm und schwierig, oh, ich habe keine Zeit mehr, ich muss eine Hausarbeit schreiben, mimimi, morgen ist Klausur, ich muss früh ins Bett, mimimi, mein Mitbewohner bewahrt seine Wurst im selben Kühlschrank auf wie ich mein Tofu, halt dein Maul. Wirklich jeder, ab dem 5. Semester weiß, dass für eine gute Hausarbeit nicht mehr braucht als 2 Nächte, 5 Liter Kaffee und 10 Gramm Gras. Aber ich trinke keinen Kaffee und ich kiff nicht, ja selber schuld. Manchmal, da muss man sich einfach ein bisschen anpassen, um zu überleben. Ein Chamäleon sagt doch auch nicht, oh, ich bleib heute lieber lila, weil rot steht mir nicht. Nein. Und dann, irgendwann, nach dem 3. Burnout und unzähligen Therapiestunden, da habt ihr es geschafft. Ihr seid dann offiziell nicht mehr Kinder, die nichts vom Leben wissen, sondern Akademiker, die nichts vom Leben wissen. Akademiker, die nicht wissen, wie man eine Waschmaschine bedient, eine Glühbirne auswechselt, eine Steuererklärung macht oder ein Kondom richtig rum aufzieht. Dann seid ihr wie ich, fast 30 und immer noch keine Ahnung vom Leben. Mein Urgroßvater konnte mit 30 schon auf 2 verlorene Kriege zurückblicken. Die hatten andere Probleme. Ich stehe mit fast 30 immer noch vor dem Grundproblem der ordentlichen Mülltrennung, weil ich nicht weiß, ob mein Sperma gefülltes Papiertaschentuch in den Papierrest oder Biomüll gehört. Es beruhigt mich so, dass ich nicht der Einzige bin, der dieses Problem hat.
Mein Großvater hatte mit 30 schon so viel Geld angespart, dass er mit 50 hätte in Rente gehen können. Bei meinem Lebensstil gehe ich nicht mal davon aus, dass ich 50 werde. Das Studium hat mich so ausgelaugt, ich fühle mich körperlich wie 70. Mein Freundeskreis beginnt am Altersschwäche wegzusterben. Oder schlimmer noch, die bekommen Kinder vor 500 Jahren. Da wurde man einfach geboren, tötet mit 5 den ersten Löwen, ist mit 30 der krasseste Krieger im Dorf, mit 40 Stammesältester. Ich werde mit 30 nicht der krasseste Krieger im Dorf sein. Ich meine, ich habe mir vor kurzem einen Schullöffel gekauft, ich gehe zugrunde. Und trotzdem stehe ich viermal die Woche auf einer Bühne, lasse mich im Backstage volllaufen und erzähle dem Publikum, wie schlimm das Leben ist, wie paradox. Es schmerzt mich so, in Brust und Bein, habe Lust zu schreien, das Ruder nochmal rumzureißen, einmal wieder jung zu sein, man sieht es mir vielleicht nicht an. Aber ich werde zu alt für den Scheiß und meine Zeit ist vorbei und durch die Bahnfahrerei werde ich zum Mahnmal der Zeit. Ich trage Leid im Koffer und Frust in den Taschen. Und ja, mich hat die Lust längst verlassen, ich bin wehleidig geworden. Gott, ich bin so wehleidig geworden. Wenn ich mein Marmeladenglas öffnen will, habe ich am nächsten Tag Muskelkater. Was ich euch sagen will, liebe Erstis, genießt die Anfangszeit, in der alles aus Regenbögen, Furzen, Einhörnern und Trinkgelagen besteht. Wenn es euch gefällt, dann zieht es durch. Und wenn nicht, macht es wie ich. Werdet Künstler. Oh Gott, das war ein Witz, doch das nicht. Ich hab weniger Haare als die meisten, weniger Sex als noch vor 10 Jahren, dafür auch weniger Kinder als der Durchschnitt, das ist okay. Das ist zwar nicht geil, aber immer noch besser als 5 Jahre auf Lehramt zu studieren und nachher Kindern beizubringen, wie man seinen Namen tanzt. Also bevor ihr aufs Münster klettert, schreibt einen Text. Macht hier beim Slam mit. Hier gibt's Freibier, Regenbögen und Furzen der Einhörner. Gut, mit Furzen der Einhörner meine ich mich. Aber hey, es gibt Freibier. Vielen Dank, schönen Abend.